Ja, Fakten und Intuition stehen in einem ganz spannenden Verhältnis. Wenn sich Menschen viel mit Fakten beschäftigen und mit Modellen, dann können sie oft viel besser als Maschinen durch Intuition auch Dinge prognostizieren. Aber das ist nicht die Intuition, die man ohne Wissen hat, sondern es gibt zum Beispiel Menschen im Finanzministerium, die auf einen Blick und gut abschätzen können, was eine Steueränderung dann wirklich bringen wird. Aber das geht natürlich nur, nachdem man jahrzehntelang sich mit den Fakten beschäftigt hat. Uns geht es auch bei den Wahlhochrechnungen manchmal so, dass wir was sehen und sofort intuitiv ein Gefühl dafür haben. Aber wichtig ist es immer auf die Evidenz zu schauen und dann in bestimmten Situationen auch der Intuition zuzuhören, weil die innere Stimme, wenn ich mich mit etwas schon lang beschäftigt habe, mir dann sagt, dass etwas kann nicht stimmen oder etwas muss so sein. Ob ich jetzt sagen kann, wie es im Herbst weitergeht, da kann ich, wie glaube ich, niemand derzeit nicht sagen. Ich denke, der Herbst wird schon noch, aber oder es kann gut sein, dass es eine herausfordernde Zeit wird, weil wir hatten jetzt die erste Welle, vielleicht gibt es eine zweite Welle. Vielen wird im Herbst bewusst werden, was es wirtschaftlich bedeutet. Und dann denke ich, könnte eine Stimmung da sein, mal, hoffentlich kommen wir durch den Winter. Wahrscheinlich noch ohne Impfstoff, wahrscheinlich noch ohne Therapien für Corona. Ich lasse mich auch gerne überraschen. Vielleicht gibt es im Herbst eine Aufbruchsstimmung, aber eher würde ich vermuten, dass das ja, vielleicht hoffentlich im Frühjahr 2021 kommt. Ich denke, die Corona-Krise hat für alle individuell und uns als Gesellschaft wahnsinnig viel Lernerfahrungen gebracht. Also wir haben mehr über uns als Personen und mehr über uns als Gemeinschaft gelernt, als uns vielleicht sogar lieb ist oder wir jetzt überhaupt verarbeiten können. Weil für mich ist es so zwiespältig. Es gibt einerseits haben wir gesehen, wie verwundbar wir sind als Gesellschaft. Unsere Marktwirtschaft ist darauf ausgerichtet, dass ständig produziert und konsumiert wird und dass Menschen eben in die Arbeit gehen können und Kinderbetreuung haben. Es ist auf internationale Warenströme ausgerichtet, auf der Tourismus, auf Reisen, auch unsere Geschäfte. Also da sehen wir so eine Epidemie kann wahnsinnig viele Dinge blockieren, die in unserer Gesellschaft regional, international einfach das Werkel am Laufen gehalten haben. Aber neben dieser Erfahrung der Verwundbarkeit hat sich auch gezeigt, dass wir wahnsinnig viel Ressourcen haben. Also jetzt hier in Wien, in Österreich, wir haben Wissen, wir haben Sozialsysteme, wir haben wissenschaftliche Systeme, die natürlich alle wahnsinnig gefordert sind im Moment. Aber wir sehen schon auch, dass es nicht nur der verwundbarste Weltgemeinschaft ist, sozusagen, die es in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, sondern auch ein Planet, der noch nie so viele Möglichkeiten hatte, sich international auszutauschen, übers Internet, sich darüber zu verständigen, was ist das eigentlich für eine Krankheit, mit welchen Parametern, was können wir tun. Und natürlich spüren wir schmerzlich die Unsicherheit und die Veränderungen, die schlecht sind, aber gleichzeitig denke, werfen wir, sei es jetzt in Wien Neubau oder sei es in China oder in anderen Kontinenten, wahnsinnig viel, was wir eigentlich können und wissen, da jetzt auch gemeinsam in die Schlacht. Also es ist irgendwie so zwiespältig. Ja. Wir haben gelernt, dass es wenig fix garantiert ist und wir haben auch gelernt, dass die Menschheit sehr, sehr viel machen kann, wenn sie ein Problem lösen muss. Wie wir mit den großen Konzernen umgehen, das liegt ja grundsätzlich in der Hand der Politik, sollte man zumindest meinen. Das, was spannend ist an Amazon oder auch an großen Plattformen wie iTunes,
dass diese Player ja ihre eigenen Märkte, wo sie mitschneiden, aufbauen und aber diese Märkte nicht ein Besteuerungssystem haben, das dann wieder der Gesellschaft zugutekommt. Also ich denke, wir werden keine wirtschaftliche Zukunft haben, wenn wir nicht anfangen, Amazon und Co. wirklich auch zu besteuern und denen nicht nur Infrastruktur, ausgebildete Menschen einmal mehr oder weniger gratis zur Verfügung stellen. Weil die Straßen, auf denen Amazon ausliefert, die haben nicht sie selber gebaut. Die haben Unternehmer wie wir und viele Arbeitnehmer und Menschen in Österreich mit ihren Steuern errichtet. Wir haben doch erlebt, dass viele jetzt auch schätzen gelernt haben, wie wichtig die lokalen Geschäfte sind. Ich glaube, es hat auch viel Solidarität gegeben, wo Menschen gesagt haben, ich kaufe jetzt einen Kinogutschein, obwohl das Kino zu hat, oder ich möchte eigentlich, dass diese Geschäfte erhalten bleiben. Die kleinen Geschäfte, die lokalen Produzenten sind einerseits für das Stadtbild wahnsinnig wichtig und die Vision für Wien ist eine Stadt der kurzen Wege. Also die Stadt der kurzen Wege braucht eben Geschäfte, die ums Eck sind. Und wir können hoffentlich die richtigen Lehren daraus ziehen, aus den Dingen, die jetzt passiert sind und auch vielleicht über manche internationalen Verflechtungen kritisch nachdenken, weil auf einmal kommen wir drauf, also medizinische Ausrüstungen, Schutzmasken, wir können sie ja nicht einmal produzieren bei uns und sind dann von Importen abhängig, die dann die Qualitätskontrolle nicht überstehen. Also unsere Gesellschaft, Wirtschaft resilient zu machen gegenüber solchen Entwicklungen, heißt das Kleine zu fördern und ich hoffe, dass die Politik da mutig genug sein wird.